Gefangene von Arkham City. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden ihnen sämtliche Grundrechte entzogen. Ohne sie ist Gotham ein sicherer Ort. Innerhalb dieser Anlage ist jeder für sein eigenes Überleben verantwortlich. Metropolis. Taucht gleich Superman auf, oder was? Oh, guck mal. Mitnehmen. Wo sind hier die Blutspuren? Ist die Tante dann weiter hier lang gegangen, oder? Scheint nicht so. Ah, hier geht's weiter mit ihrem Blut. Oh, nein! Geh da wieder hoch. Das war zu weit. Wir müssen bereit sein, zurückzuschlagen. Diesen Pennern zeigen, wer ihr das Sagen hat. Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguingebiet ist? Vermutlich nicht. Sie werden's bald wissen. Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um. Ich will Blut sehen. Ich will, dass dieser Schizofreak Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist. Ja! Hat doch mal nicht so. Später rücken wir in sein Gebiet vor. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Ich bin bereit. Ich auch. Gut. So, Wurzeln ist es. Das ist hingeblutet. Versteh's nicht. Pinguin hätte sich schon längst melden müssen. Ich sag's dir. Batman hat ihn erwischt. Unmöglich. Ja, wie zum Teufel hätte Batman denn in das Museum reinkommen sollen? Die ganze Hütte ist so zu wie meine Mutter beim Abschlussball. Verdammt, was meinst du denn damit? Das willst du nicht wissen. Will ich doch. Ich auch. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel sollten wir uns fragen, was wir machen, wenn Batman Pinguin erledigt hat. Wir könnten dann vielleicht deine Mutter besuchen. Du wagst ja nicht. Glaube, da haben wir einen wunden Punkt erwischt. Was ist los? Ist deine Mami die Dorfmatratze? Nein. Ich wette doch. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, beim Abschlussball hat sie getrunken. Stufenaufstieg. Verschroten. Kritische Treffer. Erfolgreiche kritische Komboschläge belohnen ein perfektes Timing mit vernichtender Trefferwirkung. Ziel ist es, sofort einen Schlag nachzusetzen, wenn die vorherige Bewegung abgeschlossen ist. Aber Vorsicht, wenn du zu früh oder zu oft auf die Tasten drückst, kommst du nicht zu einem kritischen Schlag. Erhöht die Kombinationspunktzahl bei jedem Treffer um mal 2 und ermöglicht es so, die Spezialkombo-Bewegung früher einzusetzen. Mitnehmen, Gönnung! Hab's doch gesagt. Sie war besoffen und hat ihre Klassenkameraden umgelegt, hat sie alle mit einem Kartoffelschäler kalt gemacht. Was? Deshalb fesseln wir sie immer, wenn irgendwelche Klassentreffen anstehen. Jetzt zufrieden? Schätze schon. Ich finde hier keine weitere Blutspur. Hat sie unten vielleicht irgendwo hingeblutet? Ich finde hier keine weitere Blutspur. Du bist erledigt, Pinguin. Two-Face wird kommen. Ah, okay. Oder krepiert. Du bist erledigt, Pinguin. Two-Face wird kommen. Lauf über oder krepiert. Ja. Du bist der Batman, Pinguin!
Oh. Hier weiter lang. Wie hier mal warme Klamotten bekommen? Mensch, kann ich keinen normalen Weg nehmen? Sie nicht aus der Anlage auszubrechen. Die Tigerwachen werden auf jeden Fluchtversuch mit äußerster Härte reagieren. Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Kennen wir das Thema? Ich glaube, wir haben sie gefunden. Das hier ist Gotham, nicht Tokio. Hier gibt es keine. Ich kann Ra's nur finden, wenn ich am Ninja einen Sender befestige. Ich muss möglichst nah ran. Bleib doch mal stehen, du! Hey du! Mann! Ja. Du bist ein Sender. Hey. Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's al Ghul es duldet. Ich spiele auf normal. Oh, ruf Robin. Zurück. Die kann ich erledigen. Lass es. Folge uns nicht. Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht, für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Alfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist es? Oh, es ist deins, nicht wahr? Nee. Ich gehe in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komme schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät, was dann? Wie willst du? Vertrau mir. Ich finde eine Lösung. Und guck mal, hier bilden sich schon Adern bei Batman an der Wange. Du weißt, wo ich bin, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Schrei hier nicht so rum, ey! Seilwerfer. Ermöglicht es sich schnell zwischen zwei horizontal gelegenen Punkten zu bewegen. Kann während der Bewegung erneut eingesetzt werden, um die Richtung zu ändern, ohne den Boden zu berühren. Ortungssender? Aber erstmal benutze den Ordnungssender, um der Assassine zu folgen und Ra's al Ghul aufzuspüren. Da ist Robin. Richtiger Name Tim Drake. Also Jason Todd ist hier wahrscheinlich schon nicht mehr. Dann ist er hier schon Red Hood oder... Tim Drake, das ist doch der Sohn von Batman, also Bruce Wayne und Talia al Ghul, ne? Doch, glaube ich schon. Beruf, Student, Standort Gotham City, blaue Augen, schwarze Haare, 1,78 groß, 77 Kilo. Erstmals erschienen in Batman Nummer 436 im August 1989. Der junge Tim Drake wurde Zeuge, wie die Flying Graysons ermordet wurden. Von Batmans Heldenmut inspiriert, verfolgte er von da an alles, was Batman und Robin taten. Letztendlich gelang es ihm, die Geheimidentität von Bruce Wayne und Dick Grayson aufzudecken. Da Dick Grayson mittlerweile nur noch als Nightwing in Aktion trat, überzeugte Tim Bruce Wayne davon, dass er
im Kampf für die Gerechtigkeit einen neuen Robin bräuchte. Nachdem Batman ihn in einem harten Trainingsprogramm auf die Probe gestellt hatte, wurde Tim verdientermaßen der neue Robin. Seitdem macht er diesen Namen alle Ehre. Achso, warte, so. Herausragende detektivische Fähigkeiten, von Batman zur Verbrecherjagd ausgebildet, Arsenal von Ausrüstungsgegenständen und fortschrittlicher Technologie. Mir gefällt das nicht. Es heißt, dass Batman den Pinguin ausgeschaltet hat. Ich habe gar nichts für den Pinguin gemacht. Ich weiß nicht, aber wenn ja, brauchen wir einen neuen Plan. Wenn Pinguin weg ist, will Two-Face zum Gegenschlag ansetzen. Der übernimmt alles. Ich weiß es. Hat Catwoman den nicht fertig gemacht? Nein. Angeblich hat sie ihn nur verletzt. Er kommt wieder. Niemand weiß wann, aber er kommt. Yay, mein Seilwerfer ist wieder da. Okay, das ist von hier auch raus gemacht. Nach Batman Arkham City wollte ich... City, ein anderer Name für Hölle. Warte mal kurz, neue Nachricht vom Joker. Hier hören wir uns erstmal an. Ich hoffe, dass du dein Bestes gibst, Bats. Mir kam da nämlich gerade ein schrecklicher Gedanke. Wir könnten heute tatsächlich beide sterben. Es besteht ja noch Hoffnung für mich. Aber stell dir nur vor, wie du dich fühlen würdest, wenn ich weg wäre. Ist ja nicht so, dass du allzu viele Freunde hast, oder? All diese Grübelei. Sie ist nicht gut für dich, weißt du? Hast du jemanden, der morgens auf dich wartet? Und damit meine ich nicht dieses Kind, das du ständig über die Dächer schleifst. Ich meine jemanden, mit dem du reden kannst. Ich glaube nämlich nicht. Irgendwie traurig. Da tust du all diese Dinge für Gotham und die einzige Konstante in deinem Leben bin ich. Danach wollte ich Arkham Knight, ist glaube ich das nächste, ne? Also ich wollte jetzt erstmal die Batman-Spiele durchmachen. Ich muss nur nochmal nachgucken, aber ich glaube ich habe alle vier. Nebenbei mache ich halt noch Mario Kart und Monster Hunter Rise. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Leittritt nur für dich, komm. Da. Ziel flieht aus Bereich. Ne, ich habe bisher nur Arkham Asylum gespielt. Okay, na dann werde ich es natürlich so rum. Was zum Teufel? So, ich hau euch alle zu Brei. Nee, ich spiel ja so, wie es erschienen ist. Sag dich doch, es ist Batman! Schnappt ihn! Aua! So. Hör auf mit Schlitzen hier. Und du legst das gleich mal wieder schön weg. So. Und du kommst hierher.
Ist dir eigentlich klar, wie viele Knochen ich dir noch brechen könnte? Oh Gott, bitte, bitte, tu mir nicht weh. Ich sag dir alles, was ich weiß. Da, ins Gesicht. Aber Arkham Asylum sind auch schon ein paar... Was machst du? Du solltest doch nicht mit leeren Händen zurückkommen. Ich kam nicht da rein. Ich hab's versucht, ehrlich. Bitte. Da,